Ja, wir koppeln immer noch Netzwerke, immer noch Netzwerksegmente und wir können aber auch virtuelle Netzwerke miteinander koppeln. Und genau darum soll es eben jetzt gehen, also um virtuelle LANs, um VLANs. Und da müssen wir erstmal schauen, was muss man sich eigentlich darunter vorstellen. Und wir können das am besten festmachen an einem solchen Gebäude, wo wir ganz einfach drei Stockwerke haben, also das Erdgeschoss, den ersten und den zweiten Stock. Und die klassische Aufteilung ist dabei eben, dass man pro Stockwerk quasi ein Netzwerk bildet, welches hier zum Beispiel mit einem Switch verbunden sein kann, über einen Router dann eben die Verbindung zu den restlichen Netzwerken. Das ist natürlich eine relativ starre Einteilung, die vielleicht auch nicht immer so ganz das widerspiegelt, was man eigentlich in der Realität haben möchte. Und dafür kann man sogenannte VLANs nun einsetzen. Wir haben also wieder denselben Aufbau quasi, also drei Stockwerke, Switches, einen Router. An dieser Stelle können wir jetzt aber eine Aufteilung machen in vertikaler Hinsicht. Das heißt, wir können virtuelle LANs bilden, quasi über die Stockwerke hinweg, sodass wir jetzt nicht mehr diese klassische Aufteilung haben, ein Stockwerk, ein Netzwerk, sondern wir können Arbeitsplätze bedarfsgerecht quasi in die unterschiedlichen virtuellen LANs verfrachten. Wie macht man das? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann zum einen eine statische Einrichtung von VLANs vornehmen. Dabei würde man so vorgehen, dass der Administrator auf jedem Port an einem Switch eben die jeweilige WLAN oder VLAN-Zugehörigkeit einstellt. Das heißt, es wird hinterlegt, der Port gehört zu VLAN sowieso und der Port gehört zu VLAN irgendwas anderes. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man immer sicherstellen muss, dass an diesem Port ein Rechner angeschlossen werden soll, der auch genau in dieses WLAN gehört. Das ist also so ein bisschen fehleranfällig an der Stelle. Also der Rechner, der an einen bestimmten Switchport angeschlossen wird, nimmt dann eben diese VLAN-Zugehörigkeit an. Eine andere Variante wäre, dass man das Ganze dynamisch macht. Dafür braucht man noch eine Steuerstation in seinem Netzwerk, wo dann eben auf Basis von MAC-Adressen hinterlegt wird, welcher Rechner gehört eigentlich in welches VLAN. Und sobald ich dann diesen Rechner an einen Switch anschließe, würde eben nachgeschaut werden, in welches VLAN gehören Datenpakete, die von diesem Rechner mit dieser MAC-Adresse ausgehen. Also soll heißen, der Rechner nimmt eben die VLAN-Zugehörigkeit auf Basis seiner MAC-Adresse an. Wie werden eigentlich diese VLAN-Informationen übertragen? Nun, wir schauen an der Stelle, wir sprechen ja zum Beispiel von MAC-Adressen und von Switch-Ports. Wir schauen an dieser Stelle eben wieder auf Schicht 2 in unserem OSI-Modell und schauen uns dort an, was wird eigentlich an Header-Informationen zu meinem normalen Datenpaket eigentlich hinzugefügt. Und wir sehen dort einen bestimmten Bereich, der hat 4 Byte Größe. Und in diesem Bereich werden eben Informationen in unser Datenpaket eingefügt, zum Beispiel die VLAN-Zugehörigkeit und noch weitere Steuerinformationen, die an der Stelle jetzt erstmal nicht so ganz wichtig sind. Wir sehen aber an dem Schaubild unten, was eigentlich passiert. Unser Rechner schickt erstmal ein sogenanntes Untagged-Paket an einen Switch. Und dieser Switch würde dann eben entweder auf Basis der Port-Zugehörigkeit zu einem bestimmten VLAN oder auf Basis der MAC-Adress-Zugehörigkeit des angeschlossenen Rechners eben eine bestimmte VLAN-Information in dieses Paket auf Schicht 2 einfügen. Würde dieses Paket dann an den eventuell nächsten Switch weiterschicken, der diese Informationen auch erneut verarbeiten könnte. Und wenn ich dann irgendwann beim Empfänger ankomme, dann würde der letzte Switch vor dem Empfänger diese Informationen wieder entnehmen aus dem Paket, da der Rechner damit nichts anfangen könnte und würde ihm dann diese Daten zustellen. Jetzt habe ich natürlich beim Thema Internetworking auch das Problem, dass eventuell zwei VLANs oder Rechner aus zwei VLANs miteinander kommunizieren wollen. Und da habe ich wieder genau das gleiche Problem, wie wenn ich zwei reale Netzwerke miteinander koppeln möchte. Ich brauche wieder ein Schicht-3-Element, um das zu realisieren. Das heißt, wenn ich jetzt, wie hier dargestellt, zwei VLANs habe, das eine pink dargestellt, das andere gelb dargestellt, und ein Rechner aus dem einen VLAN möchte mit einem Rechner aus dem anderen VLAN kommunizieren, dann braucht der ein Standard-Gateway, über das er gehen kann, um in dieses andere VLAN zu kommen. Also wir brauchen einen Router. Und wichtig dabei ist auch, pro VLAN erzeugen wir eine Broadcast-Domäne. Wir können also nicht nur auf Basis von real aufgeteilten Netzwerken Broadcast-Domänen erzeugen, sondern eben auch auf Basis von VLANs. Wir sehen an der Stelle auch noch einen Begriff, der jetzt neu dazugekommen ist, ein sogenannter VLAN-Trunk, also ein Bündel quasi. Das heißt, über dieses Bündel können VLAN-Daten oder Daten aus verschiedenen VLANs gleichzeitig übertragen werden. Und das ist eben wichtig, dass ich nicht pro VLAN quasi ein Kabel legen muss, sondern diese Informationen können tatsächlich eben durch ihr Tagging gebündelt auf einem Medium übertragen werden.